zeigen diese Ausstellung in Bonn, weil Frau Motwenziwa uns Funde aus Ostalma, dem Gräberfeld, das Sie hier auch sehen werden, gezeigt hat. Und wir fanden das so toll, dass wir das auch der Öffentlichkeit präsentieren wollten. Und daraus entstand eben die Idee zu dieser Ausstellung, die Krim, Griechen, Skythen, Goten. Die Krim, man glaubt es kaum, ist ein unglaublicher Schmelztiegel der Kulturen. Auf ihr finden sich nicht nur die steppennomadischen Skythen, sondern auch die Griechen haben ihre Kolonien dort gegründet. Es gibt die Römer, die dort waren. Es gibt die Sarmaten, die später auch im Bosporanischen Reich dort zu finden sind. Sehr, sehr viele unterschiedliche Kulturen, die sich auch in den Funden niederschlagen. Wir haben zum Beispiel römische Terra Sigillata, wir haben griechische Goldkränze, Totenkränze, die wir in den skythischen Gräbern eben gefunden haben. Wir haben aber auch chinesische Lackkästchen, die hier eben wieder restauriert wurden und wieder in ihrem neuen Glanz erstrahlen. Also wir zeigen hier Funde aus Museen von der Krim, die hier in Deutschland und Europa zum Teil zum allerersten Mal gezeigt werden. Wir haben großartige Schmuckensembles aus dem großen Gräberfeld von Ostalma, die wirklich noch nie gezeigt worden sind und die mit Perlen, mit Goldflitter, mit Pailletten, mit Fibeln wirklich großartig ausgestattet sind. Wir haben die Grabsteine aus Chersonesos, das Rekonstruktionsbild sehen Sie hier im Hintergrund, die Bemalung noch erhalten haben. Also wirklich die Farben in Rot, in Blau, in Gelb sind noch zu sehen auf diesen Grabsteinen, die zum Teil 2000 Jahre alt sind.